Der Hyundai iX35 Fuel Cell ist das erste wasserstoffangetriebene Fahrzeug bei Stadtteilauto Münster. Den Strom für den Elektromotor bekommt das Fahrzeug durch die Brennstoffzelle, die Wasserstoff in Energie umsetzt. Stadtteilautos sind relativ emissionsarme Fahrzeuge, die gut für den Stadtverkehr geeignet sind. Mit dem Hyundai iX35 kommt jetzt ein Fahrzeug mit einem neuen Antrieb dazu. Till Amann ist der Geschäftsführer von Stadtteilauto. Er hat das Fahrzeug in Kooperation mit der Westfalen AG in sein Angebot aufgenommen. Ja, wir haben schon immer die umweltfreundlichen Motoren und spritsparenden Motoren, und da war Wasserstoff einfach der nächste Schritt. Ist eine Zukunftstechnologie, die gerade auf Langstrecke Sinn macht und durch die kurzen Tankzeiten halt auch bequem ist für den Kunden. Ein großer Vorteil von Wasserstoffautos ist die Tankzeit von nur ein paar Minuten. Anders als es bei reinen Elektrofahrzeugen ist, die meistens bis zu einer Stunde laden müssen. Ich meine, ist ja ein Elektroantrieb, von daher lässt es sich fahren wie ein Elektrofahrzeug, aber vor allem halt die sehr großen Reichweiten bei Wasserstoff bis 500 Kilometer ist deutlich besser als bei Elektro, weil da gibt es keine Riesenbatterien, die halt beschleunigt werden müssen, abgebremst werden müssen, sondern halt nur dann die Wasserstofftechnologie, die in den Fahrzeugen ist. Laut Amann ist das Fahrzeug der Stadtteilautos im Vergleich zu allen Wasserstoffautos in Deutschland schon die meisten Kilometer gefahren. Die Westfalen AG hat den Hyundai zur Verfügung gestellt, um ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. An sich wird sehr gut angenommen von den Kunden her, sogar besser als Elektrofahrzeuge. Wir haben da eine sehr gute Auslastung und bis jetzt nur positive Rückmeldungen. Also es gibt Kunden, die wirklich hauptsächlich mit dem Fahrzeug unterwegs sind, weil sie es halt auch interessant finden und gerade halt auf Langstrecke ein sehr praktisches Fahrzeug ist. Das Tankstellennetz für Wasserstoff ist in Deutschland schon relativ gut ausgebaut. Bis Ende des Jahres soll es bis zu 100 Tankstellen geben. Die bislang einzige in Münster ist nicht direkt in der Stadt. Das ist in Münster-Amelsbüren, Münster-Hiltrup quasi an der Autobahn, ist ein bisschen weit draußen, ist die einzige Tankstelle hier direkt in der Umgebung Münster, aber inzwischen flächendeckend in Deutschland 60 Tankstellen, wo man das Fahrzeug dann auch betanken kann. Jürgen Löchte, Leiter der Tankstellenversorgungstechnik bei der Westfalengruppe, hat den Bau mitbegleitet und weiß daher genau, wie man so ein Fahrzeug betanken kann. Um den Wasserstoffwagen zu betanken, müssen Sie als erstes eine H2-Live-Karte haben. Mit dieser Karte können Sie sich am Tankautomaten autorisieren über eine PIN-Nummer und gehen dann hier zu der 700 Bar Wasserstoff-Zapfsäule. Weil der Wagen, der Hyundai, den Sie hier mithaben, auf 700 Bar betankt werden muss und läuft. Das heißt, wir entnehmen die Pistole aus dem Sitz und anschließend wird die Pistole aufgesetzt, arretiert und aufs festen Sitz geachtet und kontrolliert. Anschließend wird der Starttaster an der Zapfsäule gedrückt und dann beginnt nach einigen Sekunden der Startvorgang. Die Wasserstofftankstelle in Amelsbüren wurde vom Staat zu 48% gefördert und ist 2016 in Betrieb genommen worden. Der Vorteil bei Wasserstoff ist der, wie wir gerade gesagt haben, dass man so ein Fahrzeug mit bis zu 5 Kilo in quasi 5 Minuten tanken kann. Ein relativ schneller Tankvorgang im Gegensatz zu den rein elektrobetriebenen Fahrzeugen, die ja bei einer entsprechenden Leistung der Ladesäule mehrere Stunden Ladung benötigen. Bei Hochleistungsladesäulen ist es heute so, dass man innerhalb von 40 Minuten 85% der Ladekapazität erreichen kann. Durch die Brennstoffzelle im Fahrzeug gibt es keine großen Akkus, wodurch das Auto umweltfreundlicher wird als die Fahrzeuge, die nur mit Strom aus der Batterie fahren. Wasserstoff könne ohne CO2-Emissionen hergestellt werden. Er sei ein Schlüsselrohstoff einer langfristig erfolgreichen Energiewende, so Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Wasserstoff hat gegenüber reinen Elektrofahrzeugen also viele Vorteile, sei es die Reichweite, die Tankzeit oder der Umweltaspekt. Möglicherweise könnte Strom aus der Brennstoffzelle statt aus der Batterie also der Antrieb der Zukunft sein.